Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sunken Land im Koop mit Johann Meier und dem TS mit dem Johannes. Hi. Servus, grüßt euch. Genau, und jetzt wollen wir taktische Westen herstellen. Taktische Westen, Westen. Warte mal. Reicht das jetzt schon? Ich glaube, das reicht schon. Für den Johann und für mich, damit wir ein bisschen stabiler werden gegen die Angriffe der bösen Buben. Rüstung. Mann, ich hab falsch geschaut. Für die taktische Weste, die 40 hat, gell? Hm? Reicht Stoff, Baumwolle und Ballistik. Für die Armeeweste, die 35 hat, brauchst du natürlich Stahlbarren. Backstück, aber das sind nicht diese Barren, Stahlbarren, überleg mal. Für die schlechtere brauche ich das bessere Material. Ist doch ein Witz, oder? Ja, ist komisch. Wir können es nicht herstellen. Leck mich doch am Arsch, Mann. Für was finde ich es denn dann? Na gut. Aber die hier, ich will mir die kaputte Repetiergewehr will ich bauen. Was brauche ich dafür? Repetier, wo ist es? Jagd, Repetiergewehr, Holz, 8 Barren. Okay, kann man auch nicht herstellen. Weißt du jetzt schon, wo du die Stahlbarren herkriegst? Keine Ahnung. Nee. Ich weiß, dass man die an einem von den Außenposten finden kann, aber ich weiß nicht, welcher da war. Und der ist doch, glaube ich, schon ziemlich heftig. Du kriegst ja fast nie Stahlbahn zusammen in dem Moment. Ja. Ja, ich hätte halt gedacht, wenn man Eisenbahren irgendwie einschmelzt, ja gut, aus Eisen wird kein Stahl, gell, da braucht man ja irgendwie... Eine Legierung. Ja. Ja, da muss man halt dann jetzt, keine Ahnung, irgendwie was nochmal erobern oder so, aber waffentechnisch sind wir nicht so gut ausgestattet. Mhm. Bautechnisch schon. Uns gehen ringsum langsam die Lager aus. Wir müssen neu erforschen. Aber ich verstehe nicht, mein Polizeirevier 82%. Da muss entweder außenrum noch irgendwie krass was liegen. Und Stahlbarren, diese Zahnräder, wo wir für Level 4 brauchen, weißt du, für den Erforschungstisch. Weißt du, wo man die herbekommt? Die findest du nur. Ja, aber da muss man wahrscheinlich zu irgendwelchen krassen Typen gehen, oder? Mhm. Ja. Okay, ja, ist halt nicht so, der macht halt keinen Sinn irgendwie. Ja, müssen wir irgendwann. Ja, aber vorher, bevor wir das machen, sollten wir uns erstmal Taucherflasche und Luftfüllstation bauen, damit wir, wo du, weißt du, eine Schule zum Beispiel. Da gibt es bestimmt riesen viel Stuff oben drin, weißt du doch? Mhm. Da haben wir halt, da konnten wir doch überhaupt nicht lang tauchen. Unten war doch alles erforscht, aber die ersten zwei Stockwerke nicht. Okay, aber auf alle Fälle brauchen wir Holz. Ich schau mal, dass ich irgendwo Holz herkriege. Für unsere Gerätschaften. Ich kann, glaube ich, noch was mitbringen. Für unsere Gerätschaften. Oh, danke. Ach so, 10 Tage sind noch nicht rum wegen den Inseln, gell? Meinst du das wegen dem? Nee, ich kann hier welches holen. Bei der Händlerin. Ach so. Ja, gut. Was hast du denn für einen Tag momentan? 59. Oh. 64 ist, glaube ich, respawn. Sehr gut, jetzt ist Nacht. Theoretisch könnte ich eigentlich. Was? Habe ich mich verhört. Ich dachte, gerade geht die Musik los. Du könntest rein theoretisch die Tagesanzeige auch runtersetzen. In den gespeicherten Dateien. Kannst du 10 hinschreiben. Ja, aber was für was? Weiß nicht. Hast du überhaupt unser Schlafzimmer schon gesehen? Also mein Schlafzimmer. Hallo, Johannes. Ja, ich höre dich doch. Hast du mein Schlafzimmer schon gesehen? Ja, mach die eine Säule weg. Ja, die kommen so alle weg. Gerade wo du sagst, habe ich dran gedacht. Aber ich muss den Hammer erst holen, den Hammerhai.
Weil du könntest dann auf 19 Tage stellen und am 20. Tag müsste dann der Loot kommen. Was ist das denn? Steinelefant. Ich schau eigentlich gerade nach dem Hammer. Wo ist denn der scheiß Hammer? Hier. Den Hammer lege ich immer zu Holz rein, weil da weiß ich, Holzhammer liegt bei Holz. Aber kein Holzhammer. Kein Holzhammer? Der Schrank ist aber auch ein Blät, hä? Wieso? Naja, wenn du da auf der linken Seite bist, hast du fast keinen Platz, in die Fächer reinzukommen. Natürlich, hier, bam. Ach, der Mann ist wieder. Schaut ein wenig blöd aus. Ja, meckern auf hohem Niveau, ich kenne das schon. Ich hätte eine ein wenig schräg gestellt in die Ecke. Aber gut, ist ja nicht mein Schlafzimmer. Nee, genau, Ruhe. Ruhe auf die billigen Plätze. Geht mich ja nichts an. Hier, da Ansprüche noch stellen beim Zuschauen, weißt schon. Außerdem ist dein Hammer aus Holz. Erzähl keinen Scheiß. Der aus Holz? Reparaturhammer. Das sieht aber nicht holzig aus. Wird zum Reparaturen und zum Abreißen von Gebäude benutzt. Schädelböen. Warte mal. Da ist doch so eine coole Uhr gewesen. Das ist ja auch lustig mit dem Reparaturhammer, der aus Holz ist. Wo ist denn jetzt die coole Uhr hier? Metallwände und alles andere reparieren, ne? Eigentlich sollte man voraussetzen, dass du dann auch einen Metallhammer brauchst. So, jetzt pass auf. Das ist voll schön. Ich will auch Farbe, aber ich glaube, Chemie ist sehr teuer. Deswegen, der Johann Meyer hat meint hier Chemie für die Farbe. Das ist so eine Sache. Mir fehlen genau vier Fundamente. Oh, ich kann die Zeitschrift nicht auf den Tisch legen. Willst du mich verarschen? Für was? Die geht nur zum Verkaufen. Oh, was ist F? Doppelregal? F? Ach, da kann ich was einlagern. Okay, da die Zeitschrift. Damit da was drin ist. Oh, sieht das nicht cool aus? Also ich finde diese Details in dem Spiel mit diesem, was du findest und was du aufstellen kannst als Deko, finde ich sowas von geil. Schau mal hier hin. Oder jetzt sagen wir ehrlich. Kann man nicht meckern. Also das haben sie echt gut gemacht. Oha, ganz schön weit weg. Aber egal. Und du kannst sogar was einlagern in dem Bild. Ich habe jetzt mal eine Zeitschrift reingelegt. Einfach so als Schau mal, unser tolles Bett. 10-mal besser als in Sinking City oder wie auch immer die ganzen Spiele geheißen haben. Okay, unser Bett hört sich ein bisschen schwul an, aber er baut sich ja seine eigene Hütte. Er ist mein Bruder. Bruder Jude. Der Judenbruder Johann Meyer und hier der Anti-gläubige Hopfi fürs Volk. Was liegt denn da? Holzplanken. Okay, dann, warte mal, füllen wir mal. Wo ist denn der Apparat? Hallo, Apparat. Da. Füllen wir mal komplett auf. Dann gehen wir hier rein. Nehmen wir die mal raus. Und den. Den schmeißen wir rein. Aber sobald der Johann Meyer sein eigenes Gebäude bauen kann, dann siehst du den nicht mehr. Schau mal, was er hier schon geschaffen hat. Schau mal hin. Er ist hier der Monsterbaumann. Es wird so geil. Ich schwör's dir, wir machen hier den Zwillingsturm. Und dann da oben, wo das offen ist, das macht er dann hier auch so offen. Da machen wir eine Hängebrücke. Also, weißt du, einen Durchgang von oben rüber noch.
Ja, Meier, du bist ein Götter. Bleib mal stehen, ich muss dich loben. Ein Göttergnaden des Hafenbaus. Nö. Sehr schön. Meine ich da wohl. Aber ich würde sogar beim Hafen. Wir müssen das. Ja, wir haben noch kein Material, ich sag gar nichts. Und weißt du, was geil ist? Man könnte rein theoretisch dann den Hafen noch überdachen. Ja, mit den Säulen, gell? Ja. Und dann die Säulen komplett wieder weg und dann hast du eine schwebende Decke. So, voll geil. Ja, auch geil. Aber ich finde die Säulen, ich finde die Säulen gar nicht so hässlich. Schau mal, nur hier Säulen, 1, 2 und hier 1, 2 und die in der Mitte nimmst du weg und dann sieht es cool aus. Ja. Weil Säulen müssen da sein, weil es ist ja, so ein paar. So, dass das halt hier architektonisch. Wobei, wenn du hier so hinschaust, die Säulen, wie die überragen, haben sie ein bisschen blöd gemacht. Ja. Weil die halt mittig sein sollen, wenn du Dächer drauflegst. Also eigentlich nicht blöd, aber halt. Ja. Hast du noch Schrott gefunden zufällig? Nee, ne? Ja, aber ganz wenig. Ich habe reingelegt 6 Stück. Ah, dann krieg ich nur ein Fundament hin, zumindest. Warte mal, Holz. Johann, das heißt, hast du gut gemacht. Schaut aus wie ein Hubschrauberlandeplatz. Nein, das ist ein Hafen. Kein Hubschrauberlandeplatz. Hinten seine Plattform. Das ist doch dieselbe, wie wir hier haben. Ja, weiß ich. Ich fülle mal alles auf mit Essen nehmen. Weiß ich doch. Aber schaut aus wie ein Hubschrauberlandeplatz. Warum dreht sich das Boot die ganze Zeit? Boah. Ja, wegen den Wellen dann. Doch der Wellengang hier. Aber du hast echt viel Holz geholt. Ich muss mal das Holz einsortieren. Ja, wird abgekauft. Warum habe ich das in der Tasche? Also ich baue noch eine zweite Kiste, okay? Weil wir haben echt Kistenprobleme. Oh Gott, wo waren denn die Kisten nochmal? Ah, hier. Bett, mein Bett. Krieg ich die hier reingequetscht? Das ist schon geil, dass du das. Ich finde diese Überschneidungen, dass es nicht dann rot sofort wird, weil schon finde ich echt gut, auch wenn es halt vom Realismus nicht so original ist. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Passt aber doch schön rein. Ja. Hier, Erze. Hau ich rein. Okay, ich muss aber. Was muss man besorgen, Johann? Was brauchst du? Schrott brauchen wir noch. Schrott. Wollen wir was erobern? Da ist immer viel Schrott. Ich würde sagen, guck mal, siehst du jetzt das Floß hier vorne, wo ich hingucke? Und da rechts daneben die Insel. Moment, ich weiß gar nicht, wo du stehst. Wo bist du denn? Hier. Auf dem Hafen. Auf dem Hafen? Ja. Okay. Da, wo das Floß ist, rechts daneben die Insel. Siehst du die? Welches Floß? Hier, das mit dem Segel drauf. Ach, es ist links. Ach, und die Insel geradeaus davon. Genau. Ja, dann. Die dürfte einfach. Dann, ist gut, die Insel. Was nimmst du? Warte mal, Essen. Okay. Ich habe kein Trinken dabei. Hast du Trinken? Ja, ich habe 6 Cola habe ich noch dabei. Oh, gib mir mal 3. Ja, gib dir mal 3, bitte. Ich habe gar keine mehr. Oder warte, lass stecken. Nee. Wir haben doch noch, ich habe doch oben so viel Zeug von Tassen und sowas in der Küche. Warte. Ich habe auch 6 Dings. Warte, lass mich noch ein paar Sachen ablegen. Ich habe hier noch Stahlbahnen und sowas, weil ich habe gerade geschmolzen. Kupfer meine ich. Wo haben wir den Kupfer hingelegt gehabt? Ach, in die Tonne, genau. Lege ich rein. Dann haben wir Kohle noch. Die war hier. Nee, war da nicht. Da, doch, da war. Ich brauche Kupfer. Wegen Dingens. Moni. Ja, ja, ich schmelze gerade die ganze Zeit. Aber es müsste viel Kupfer drin sein, oder? 8 oder so. 5. Ja. Aber reicht das. Aber warte mal, es ist 10 Uhr. Ja, das schaffen wir. Ding, 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 ding. Warte, ich leg aber das Kupfer jetzt zurück, damit wir mehr Zeug mitnehmen können. Was habe ich denn zu viel? Die Holzbretter brauche ich doch gar nicht mitnehmen. Nein, das schon. Okay, ich bin versorgt. Ich habe alles. Ich könnte noch mal trinken oben. Brauche ich doch gar nicht. Also ich bin abfahrbereit. Wenn du bereit bist, sag Bescheid. Magst du fahren, Tretboot oder Motorboot? Ist das eigentlich Wurst? Schlauchboot. Ach was. Ja, da musst du außen rumfahren, wenn es dir wurscht ist.
Scheiße. Also die Insel mit den Bäumen. Genau. Gut, bin unterwegs. Und das Segelboot haben wir schon kaputt gemacht, oder? Das Mutantenfloß. Ich glaube, das haben wir schon zerstört. Ja, ja. Ja, ja, klar, das haben wir. Ja, Mississippi da. Das Geilste ist, hier haben ein Segel und hinten haben sie so Mississippi-Dings. Wie sagt man? Ruder. Nee. Schaufelrad. Schaufelrad, genau. Das sieht aber echt geil aus. Also ich muss echt sagen, für eine Early ist das Spiel richtig cool gemacht. Mhm. Eine Early. Richtig gut. Es läuft alles flüssig, gell? Stottert kaum was. Wasser ist schön, Unterwasserwelt ist schön, zwar alles in einer Farbe ziemlich, ist natürlich dann einfacher, wenn alles einfarbig hältst, aber trotzdem selten so eine gute Early gespielt. Wenn ich mich mehr da an Seven Days to Die denke, da war das schon ein bisschen anders. Hey, die haben richtig schöne Gebäude, das glaubt, die sind gar keine Mutanten, oder? Doch. Das sind Mutanten? Ich meine ja. Nee, das ist eine ferne Insel. Die Sklavenhändler. Ah, Sklaven. Oh, Scheiße, warte mal, bevor wir angreifen. Geht, aber ich weiß, wo die Sachen sind. Fraktion Sklavenhändler, die haben 38 Leute, das ist die mit den meisten Leuten und mit den meisten Inseln. Willst du wirklich da reinlaufen? Ja. Ich bin zwei. Muss nur gucken, oben auf die Türme, ne? Okay, hier ist außen rumfahren ein bisschen. Bist du schon da? Nee. Ich geh ja, mal allein komm. Rein. Komm. Ja, ja, komm. Ich mach mal hier auf Geheimagent. Weißt du? Direkt von zwei Seiten angreifen am besten. Ich hab gleich mal Schrott geklaut. Warte. Er geht nicht. Nee. Mist, ich habe keine Spitzhacke dabei. Ich habe eine. Das wären rein theoretisch 14 Matschgall pro Insel. Bist du das da drüben? Ja, ja. Ja, ich hätte fast auf dich geschossen. Bin ich ja gespannt, ob das 14 Leute sind. Hä? Nicht looten, hast du deine Deckung weggenommen. Wieso? Ich hab doch Headshot verpasst. So, der Johann hat so ein Gewehr. Total lustig, gell? Halb eisig kriegst du Blutungsschaden. Die schießen auf dich, kriegst du keinen Blutungsschaden, ne? Ja. Wow. Oh, wow. Ei. Auf damit, ey. Wow. Wie geht's dir? Tot. Okay, ich lebe noch, aber so gerade. Wie viel hast du gewischt? Ich hab 3. Ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgezählt. Weil er plötzlich vor mir stand, habe ich völlig irritiert. Also gar keinen. Doch. Da hast du auch Blutungsschaden jetzt. Habe ich Blutungsschaden? Warum denn? Ja. Ich hab doch gar keiner getroffen. Och, du blutest. Jetzt nicht mehr. Da kriegst du doch Blutungsschaden. Ich bin der Silencer, ich bin hier. Ich bin der... Sehen die mich? Wie können die mich sehen? Ich sehe die nicht. Auf wen schießen die? Ist er wieder gekommen? Ja. Ach so. Ja, manchmal schießen sie auch ein bisschen wild durch die Luft. Ja. Oh. Alter, wer hat denn schon? Wer schießt denn auf mich, Mann? Woher? Von links. Von links unten wahrscheinlich. Ja. Ich sehe keinen.
Auf der Treppe steht einer. Gut, ich schon wieder, oder was? Jo. Oh, Mann. Die sind nicht schlecht, gell? Ja, man sieht sie halt überhaupt nicht. Keine Gewehrmo nicht mehr, Alter. Ich sehe halt gar keinen, Mann. Wer ist denn das? Achso. Oh nein, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Warte da. Ich sehe halt keinen. Das... Ja, ich sehe dich schon, aber mit der Pistole treffe ich den nicht. Alter, was hat der für eine Rüstung? Ja, bessere wie du wahrscheinlich. Oben nee. Ist nochmal einer. Oben? Mhm. Da auf der halber Höhe auf der Treppe. Da ungefähr, ja. Nachladen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Was ist der Wichser? Habe ich ihn im letzten Schuss erwischt oder was? Hast du erwischt, so wie ich es gesehen habe, aber ob den auf der Treppe weiß ich jetzt nicht. Ich krieg keinen, verdammt. Vielleicht gibt's Muni, warte mal schnell. Nee, gibt's nicht. Wo ist der Bastard? Er ist gewonnen. Ey, also ich. Oh, ich hab kaum. Oh, da ist er. Da ist er. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ein. Ich bin hinten rumgelaufen, was um ein bisschen die Wege abzuschneiden. Wow. Ja, da bin ich halt auch erwischt und ich sehe ihn halt einfach nicht. Ich loot dabei sein Zeug. Ist auf alle Fälle unten, ist einer links vor mir. Ja, ich bin gerade nicht bei dir. Ich bin auch ganz woanders. Aber vielleicht kann ich die von hinten ein bisschen auf mich lenken. Nee, warte mal, es kann nur noch einer oder zwei sein. Nein. Bist du oben? Ich bin ganz oben. Dann ja. Bist du da, dann schießt die ganze Zeit auf dich, sag das doch. Ja, ich bin oben. Hier unten einer bei dem Baum, siehst du den Baum, diese Baume zwei Reihe, da muss irgendwo einer sein, der schießt immer irgendwo von irgendwo und trifft mich an der Hand. Und ich sehe ihn aber nicht. Oh, ein Kronleuchter außen. Oh, ein kleines Babyfahrrad, ich liebe dieses Spiel. Ja, gar nichts, ey. Egal, ich bin schon hier fett am Looten, nur so nebenbei, gell? Ja, ich auch. Hey, wo hab ich noch? Oh, ich bin voll. Fuck. Fuck. Ja, klar. Hast du das? Wow, der hat geschossen, Alter, du hast auf mich geschossen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich renne hier gerade vor dem weg. Das ist der Typ mit der Schrotze. Irgendwo da. Alter, ich habe null Munition mehr. Wieso habe ich null Munition? Ich habe doch 60 Schrotpatronen. Pistolenmunition, ich habe die falsche mitgenommen. Okay, wir müssen in den Nahkampf. Fuck. Und wo kommt der? Ich hab die falsche Muni. Ich hab eine Schrotpistole gebaut und brauche Pistolen. Nee, ich bin oben. Irgendeiner okay, dann geht. Ist der unten. Dann ist der direkt unter dir. Ich hab null Munition. Oder habe ich was gefunden? Ach, ich hab was gefunden. Verdammt, der ist unter mir. Der ist direkt unter dir. Oh, warte, ich muss mich erst heilen. Ich kann erst mal gar nichts machen. Ja, schieß noch weiter auf mich. Ich bin's nicht. Nein, ich sag zu dem. Ich bin komplett voll. Ja, toll, ey. Und jetzt natürlich auch direkt in seiner Schublinie meine Klamotten.
Alter, ey, wie gut, wie, was für ein Aim haben die denn? Der Schrott hast auch keine Chance, weil ich spreade, weißt du? Da brauchst du nicht zielen, musst nur draufrotzen. Genau unter dir. Boah, ja klar, er killt mich einfach instant direkt wieder. Warte doch! Er war doch gerade hier. Junge, was hat denn der für ein... Der Typ ist doch nicht normal, Alter. Nix zum Heilen, gar nix. Ich muss erst warten, bis mein Life hochgeht, hey. Und ich bin auch, ich kann auch nichts mehr looten, weil ich komplett voll bin. Wo ist der Bastard? Und meine Klamotten. Sag nicht, die Klamotten sind. Hast du die Sachen gelootet oder was? Von dir? Ja. Nee. Was das? Ich kann nichts looten, ich bin voll. Oh nein, das Alter, ist. Wo ist der Bastard? Kann da ist er. Helfen, Hopfi? Ich sehe ihn oder sehe ich ihn wieder nicht mehr. Warum, Alter? Ja, ist das immer so scheiße laut. Alter, warum hält er das aus? Ich hab mir die 10 Schuss reingejagt und er lebt immer noch und ich komme nicht durch die Tür wieder rein. Wo ist denn der? Genau unter mir. Wo ist das denn so dunkel? Oh, oben. Ja, instant tot, Alter. Ach komm, was ist denn das hier, hey? Oh! Er schießt mich beim Runterspringen! Ich. Hey, was sind denn das für. Vorher haben wir gelacht über diese KI, ne? Ja. Ja, weißt du was? Am besten sind echt diese Steinschusspistolen, aber wenigstens Munition. Zufällig wiederbeleben. Okay, das war jetzt wirklich zufällig. Wir schaffen die nicht ohne Muni. Ja, ich hab Muni, also Steinschuss. Ich brauch auch Schwarzpulvermunition für die Schrotze. Das ist eine Schrotpistole und ich brauche Steinschussmunition. Ich habe aber Schrotpatronen dabei. Ja, dann musst du gleich mal zu mir kommen, weil ich muss erstmal mein Loot holen. Und dann kann ich dir welche geben. Kann mein Loot nicht. Geh doch nicht dein Loot holen. Achso, ja, das. Da ist alles drin. Fuck, Alter, ich komme nicht dran, oder? Doch, ich kann dir doch mal looten. Korrekt. Wieso kann ich jetzt meine Waffe nicht nehmen? Ach, wir haben gar nichts. Wie soll ich jetzt da rankommen? Ich weiß ja nicht, wo der ist. Das wird dunkel. Soll ich erstmal wieder einen Rückzug antreten? Nix. Darf ich nochmal wiederkommen? Ich mach dir jetzt den Nahkampf fertig. Weil ich habe kein Heilungsding mehr und so. Muni kann ich dir geben, das ist kein Problem. Bist du das? Ich bin hier unten am Ufer. Mit Waffe? Ja. Okay. Es wäre auch gut, wenn sie einen Freund farblich einfärben würden, ne? Dass man sieht, dass das... Ja, die Gegner sind auch echt schlecht zu sehen. Das haben sie wirklich blöd gemacht. Nö, das finde ich gut. Nee, das ist... nicht gut. Ich habe alles wieder. Ja, lass es mal wieder zurück, weil ich sehe nichts mehr. Ja. Lass uns zum Boot, komm. Ja. Also ich habe meinen Rucksack, habe ich. Hat keinen Sinn so. Frage ist, wo ist das Boot? Einmal pennen, aufheilen und dann nochmal wieder kommen, weil die respawnen ja. Ja, vor allem Rüstung. Also die haben echt krasses Aim. Also man muss echt sagen, es ist egal, wo die hin, die treffen dich immer. Mhm. Das ist echt Wahnsinn. Also da muss man echt... Respekt von denen ihren Schusskünsten. Aber so viele sind es nicht mehr. Ja, ich meine nur noch 2 Stück. Aber das ist doch Schwachsinn, wenn ich eine Schrotpistole kaufe. Also da denkt man, es ist eine Schrotmunition, oder? Und dann da brauchst du die normale Steinschuss, die du hast. Die Schwarzpulver. Oder?
Ja. Gibt eigentlich nur drei gute Waffen, glaube ich, in dem Spiel. Repetiergewehr ist auf alle Fälle gut. Und das, was er hat, das für eine Gewehrmunition, wie heißt es? Das, was ich jetzt habe, oder was? Also er hat im Endeffekt bessere Waffen wie ich, weil er hat diese Revolver, der sehr gut ist, finde ich. Der mit normaler Pulvermunition funktioniert. Also er hat eigentlich bessere Waffen als ich. Ich habe Ja, aber für die Gewehr habe ich keine Muni. Das ist das Problem. Nein, aber du hast den Revolver. Ja, aber mit dem kann ich nicht zielen. Das scheint auf Entfernung. Spinnst du? Ja. Ey, dann gib mir den. Der war super. Desert Eagle ist besser. Ja, aber weit. Ja, auch eine israelische Waffe. Sag ja. Also ich habe mit dem Revolver, den du hast, den 6-Schuss richtig abgeräumt. Der war richtig gut. Also warte mal, ich hau mal ein bisschen Sprit ins Boot. Ich glaube, das ist schon fast leer, oder? Soll ich dir was sagen? Ja. Wo du gerade von Desert Eagle sprichst, verrate, was ich gefunden habe. Eine Mauser? Ne? Eine P99. Oha. Ich mach mal schnell Boot voll, gell? Fast voll. Ich habe auch was gefunden. Und soll ich dir das Beste sagen? Ich habe auch was gefunden. Was glaubst du, was ich gefunden habe? Noch ein kaputtes Repetiergewehr. Du kannst gleich deinen Revolver wieder haben. Ich habe noch ein Repetiergewehr gefunden. Aber es nützt uns ja nichts, weil wir es nicht hernehmen können. Ich will mit zwei Repetiergewehre. Waffenteile. Dies. Und weißt du, was ich gefunden habe? Ein Spielzeugfahrrad. Ich bin so glücklich. Warte mal. Hast du noch Waffenteile? Ja, habe ich reingelegt. Bei den Waffen. Wobei, das kommt eigentlich ins Wohnzimmer. Oder mein Schlafzimmer, Spielzeug? Ach, mein Kleiner spielt bei mir im Schlafzimmer und hüpft auf dem Bett. Da kann man auch das Schöne, ich muss es einfach hinstellen. Es ist so lustig. Wir stellen es so. Ja, mein Junge. Oder so. Now we are talking. Hallo? Oh, schau. Schau, Johannes. Jo. Ein Spielzeugfahrrad. Ich muss hier fahren. Ich weiß, jeder denkt sich, schau den Idioten an. Alle wollen alles erobern. Nein, der Hopfi, was macht der? Guck in meinen Lauf. Warte, warte. Ich hab auch. Lass mal. Du Fixer. Eigentlich ist es ja mein Server. Tu die Waffe her. Ja. Yeah. Nee, nimm. Aber gib mir den Revolver. Ja, ja. Den mag ich lieber als dieses blöde Schrottpistole da. Ja, jetzt könnte kommen. Jetzt habe ich noch ein Bild hier. Ein Bild hier. Also ich mache mein Wohnzimmer. Mein Schlafzimmer wird schon so schön. Warte mal, wie mein... Hallo? Wie mein Wohnzimmer dann erst wird. Zack, schau mal. Oh mein Gott, was ist das für ein Gebäude? Irgendeine gotische Kirche. Warte mal, Zigarren? Wir haben ja hier ist die Schublade für privat. Da haben wir eine Zeitschrift drin, dann kommt da natürlich auch eine Zigarre rein. Ja. Und diese Pistole. Ich meine, die GP20 ist nicht schlecht. Aber die macht halt einfach weniger Schaden wie die andere. Hat natürlich extrem viel Munition. Also 24 Schuss in der Waffe, das gibt es ja sowieso nicht. Wo waren denn die Waffen? Hier. Okay, ein neues Ding für unsere Waffensammlung. Wir haben jetzt in der Waffensammlung 4 Schusswaffen. Und die Schrottmunition tue ich jetzt wieder raus, weil die war um. Brauchst du Gewehrmunition? Du brauchst Gewehrmunition, gell? Ja. Ist in der Waffenkiste, okay? Okay. Ach genau, du. Warte. Genau, du brauchst ja noch die Muni dafür, stimmt. Ja. Hab ich dir auch reingepackt. Hast du die Waffen, Ding? Ist der noch nicht. So. Also zu zweit ist das Spiel echt. Wir wurden gefickt. Und wir dachten, es ist einfach geworden, gell? Und die haben uns das ganz schön Arsch getreten. Hast du die Waffenmunition, die Munition rein, oder was? Ja. Da ist er aber nicht. Die, ist doch die
Schrot oder nicht? Nee, die Schrot brauche ich ja nicht. Ich brauche die Pulverdings da. Ja, ja, habe ich doch reingepackt. Da ist aber nichts drin, da ist Pistolenmunition. Gerade eben da reingepackt. Ach ja, Entschuldigung, hab's übersehen. Ah, stimmt schon, hast schon recht. Wurstschuhricht, hab ich übersehen. Jetzt habe ich halt zwei Pistolen mit dem Schrott. Ist eigentlich, ich bin eigentlich dumm. Die macht ja viel weniger Schaden. Oh, hast du den Nebel gesehen? Pass auf, wenn ich mit der schieße, schau her. Die macht auch ein bisschen Nebel. Mann, ich brauche ein gutes Gewehr. Ich will diese Stahlbahnen herstellen können. Wie geht das? Herstellen kann man die gar nicht. Das ist ja der Problem. Ja, die kann man schon herstellen, aber ich glaube, dass das erst mit dem nächsten Update ist vom Stich, oder? Wahrscheinlich. Ja, aber ich wüsste nicht. Nee, nicht wirklich. Oh Scheiße, ich bin schon. Weißt du was, dass ich immer vergesse zu essen und zu trinken? Ja, habe ich gerade noch gemacht. Ach genau, ja. So, ich gehe mal schnell Pipi und dann machen wir die Arschlöcher fertig. Ist schon 4 Uhr, brauchen wir nicht schlafen. Ja. Nur mal kurz weg, gell? Mann, ich vergesse immer, dass ich aufnehme. Ciao mit auf!